Hallöchen zur nächsten Mod-Vorstellung. Heute mal ein Fendt 615 Turbomatic hier am Start. Ja, so sieht es doch ein bisschen schon rustikal, kann man schon sagen, aus. Der Mod kommt hier in der Version 1.0 daher und hat eine Mod-Größe von 36 Megabyte. Genau, so sieht er aus. 185 PS Standard, 220 Liter Sprit und 50 km/h kann er laufen. Und ja, zwei Sachen kann man einstellen. Reifenvariante, Breitreifen oder Normalreifen, dann werden sie halt ein bisschen dicker hier. Oder Frontlader, könnt ihr hinmachen oder nicht. Was mir aufgefallen ist, hier ist noch ein Fehler drin. Das geht hier nämlich voll hier durch irgendwie. Ich denke, das passt ist nicht ganz richtig. Und ja, nur mal so für euch. Zur Info, auch hier bin ich mir nicht so ganz schlüssig, ob das hier richtig ist. Aber ja, dieser Wert hier, wahrscheinlich wieder ein Konvertierungsfehler, diese Literanzahl. Aber ja, gut so. Egal, wir gucken uns an. Hier ist er, so sieht er aus. Na, so sieht er aus, der Gute. Also ich denke, da kann man sich auch nicht beschweren. Vielleicht hier vorne noch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, verschwommen ein bisschen vielleicht, aber ja. So, einfach mal rein, Simplicity hat er nämlich. Könnt ihr hier die Türen auf und zu machen. Und hier hinten könnt ihr dann noch das hintere Fenster auf und zu klappen. Aber alles ohne Sounds, da oben geht nichts. Man kann hier bloß noch den Motor anmachen. Die Hupe hört sich auch ein bisschen komisch an. Sie hört sich so ein bisschen nach einem Meerschweinchen an. Ich weiß nicht so richtig, aber irgendwie... Achtung! Also, was das jetzt einer Hupe sein soll, weiß ich natürlich jetzt auch nicht. Ja, gut, das wäre schon mal das. Sonst kann man hier drin, wie gesagt, nichts mehr machen. Aber würde ich sagen, mach mal den Motor an. Läuft er schon. Ja, geht auch schnell, der Gute. Rundumleuchten funktionieren. Er hat auch hier Blinker drin. Na, hier. Und ja. Hier noch nicht die Lappen hier. Auch hier ist noch was anders. Neue Sender verbaut, aber hier liegt es nicht richtig drin und man sieht hier hinten auch den Fehler. Schläuche sind nicht eingestöpselt und den Antriebsstrang ist auch nicht drin. Na, also der muss man mal nachbessern, da ist schon wieder noch ein Fehler drin. Aber gucken wir mal kurz nach dem Sound. Gut, das würde gehen, aber ist ein bisschen unrealistisch, wenn nichts eingestöpselt ist da hinten. Na. So, wir können jetzt gucken wir mal. Lenkung ist ziemlich schnellgängig. Ja, also das würde zur Not funktionieren. Ja, auch wenn ich hier natürlich, ne, ihr seht hier, nicht ganz 100% die Sache hier passt. Ne. Hier jetzt passt's. Genau. Gut. Zeiger vorne tut sich nix. Das Display funktioniert vorne auch nicht, wie ich es gerade sehe. Ne. Steht immer 000 dran. Lenkung ist dafür ziemlich gut. Füße bewegen sich allerdings nicht. Ne? Lenkrad wird so, ja, ist gut so, das passt so, würde ich sagen. Gut, gucken wir mal kurz in die Nacht rein. Einmal Licht, ne? Das funktioniert soweit. Geh nach oben am Dach noch Lichter an. Und auch hier an den, ja, Treppen hier ist auch Licht. Zweimal Licht, dann geht hinten noch was an hier.
dreimalig geht da Hanne noch was an. Viermalig wieder alles aus. Ja, von dem Leichten haben wir schon probiert. Sieht dann so aus. Und ja, kommen wir innen rein. Das Licht hier. Aber ihr seht selber, hier funktioniert gar nichts. Hier ist überhaupt nichts hell. Geht gar nichts an. Blinker. Sie funktioniert, man hört sie aber nicht. Machen wir das Licht schon aus und sieht man, Blinker vorne funktionieren. Die eine Seite, die andere Seite, das klappt hier. Die eine Seite, die andere Seite und der Warnblinker funktioniert hier auch. Okay, Logdatei. Ja, auch hier haben wir noch Fehler drin. Warnings und so weiter und so fort. Und ja, gut. Man kann man sonst was dazu sagen? Nö, eigentlich nicht. Wenn ihr ihn haben wollt, wie immer, unten in der Videobeschreibung ist der Link dazu. Könnt ihr ihn runterladen. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß, schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal. Ciao.